Ja, morgens 9:30. Alle haben ungefähr gefühlt 2 Stunden geschlafen. Jetzt Abfahrt nach, ich weiß die Stadt nicht, aber zu Area 47. Ötztalbahnhof. Ötztal Bahnhof. Heißt die Stadt Bahnhof, oder? Nein, aber das nennt sich so, Ja. scheinbar. Okay. Dann kommen die beiden anderen, die heute Nacht den Bus sauber gemacht haben. Wenn der Vater kommt, ist Wetter schön. Wir fahren! 9:35 Uhr. Oh, aufsitzen, abfahren! Zack, zack! 5 Minuten Verspätung, kein Musiker, das ist ja morgen. Hallo Podcast, wir sind angekommen in der Halle in der Area 47 und ich möchte mal sagen, die Bühne ist dezent groß. Kleinen Schwenk mal hier, man sieht was hier, ja, Herr Sebastian. Hier ist eine extrem kleine Bühne und dazu gehöre ich eine extrem kleine Halle. Das kann heute Abend also nur ein riesen Erfolg werden, vorausgesetzt die Band kann das. Ich glaube nicht. Zeig mal, wie das von vorne aussieht. Das ist eine wahre Pracht. Hier Christian Weidemann. Alter, Alter, das ist Hammer, quasi eine riesen Hammer, ey, brutal, ey, brutal. Brutal, Alter. Was gestolpert, Alter. Fast wäre er gestolpert, weil es so groß ist hier, weil alles so groß ist. Alter, ist so krass, ey. Jetzt pass auf, pass auf. Guck mal, ist das mal? Ist der Hammer. Der Hammer, das ist der absolute Hammer. Ich bin total geflasht. Also, ich bin da echt total geflasht. Also, ich habe echt schon Angst gehabt, dass es komisch wird, aber es ist brutal. Es ist einfach brutal. Es ist der Hammer. Ich kann nicht mehr sagen, wie es der Hammer ist. Der Hammer. Es ist der Hammer. Es ist der Hammer. Jetzt kommt auch noch Sie. Seht ihr dieses Grinsen? Yeah! Und das will ich sehen. Das Radio aufdreht. Das wird unser Tag, wenn wir aufstehen. Oh ja! Yeah. Jetzt oder nie? Dann. Die springen von 27 Meter auf betonhartes Wasser. Aua. Aua.
Geil. Geil. Robert. Ja. Ja. Jacek. Ich habe nur eins zu sagen. Mein Boot, mein Auto und da hinten mein Haus. Wo sind deine Frauen? Die kommen gleich, die waren gerade schon hier. Wir haben auch eine Bushaltestelle am Feld. Du bist gleich kotzen. Mit so einem Panorama stehen wir jeden Morgen, wenn wir in Österreich sind, auf. Jeden Morgen. Wunderschön, oder? Wir machen uns auf die Fahrt, wir berichten weiter.